Ein Kompressor ist cool. Ein Multiband-Kompressor ist noch cooler. Und Parallelkompression ist ja sowieso die Wunderwaffe der Profis. Am besten dann noch alles zusammen, also ein Parallel-Multiband-Kompressor. Klingt kompliziert? Ist es aber eigentlich gar nicht, denn mit dem OTT hier bekommst du ein wirklich einfaches Plugin, das dafür im Prinzip nur einen Klick braucht und als wenn das noch nicht genug wäre, das Ganze dann auch noch kostenlos. Grund genug, sich den OTT mal anzuschauen, beziehungsweise besser anzuhören. Jetzt. Adventkalender. Präsentiert von Storia Mastering und Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender, in dem wir ja schnurstracks auf die Zielgerade zugehen. Zeit also nochmal am Gewinnspiel teilzunehmen, denn es sind ja jede Menge fantastischer Gewinne zu ergattern. Unter anderem ein Mastering von den goldenen Ohren von Holtwig, Mastering-Spezialist Björn Schlüter von Storia Mastering, dann ein ganzes Jahr Premium-Bereich im Recording-Blog mit unfassbar vielen Tutorials, mit Songs zum Selbermischen und für mich fast das Beste, die unglaubliche Premium-Familie. Allein dafür lohnt sich's schon mitzumachen. Dann gibt es Plugins wie den Gain Aim und den demnächst erscheinenden Gain Aim Pro von Noiseworks, The Human Beat Pack von Elysia mit dem wohl abgefahrensten Drumloops, die es aktuell am Markt gibt, aufgenommen und veredelt vom Duo Infernal Moses Schneider und dem Erfinder des Transient-Designers Ruben Tilgner. Und last but auf keinen Fall least ein komplettes Mikrofonset von Jay-Z Microphones. Wenn das nicht das fetteste Gewinnpaket in 8 Jahren Adventskalender ist, ja komm, dann weiß ich es aber auch nicht. Alles, was du dafür machen musst, ist bis Donnerstag, 28.12.2023 um 18 Uhr unter einem oder allen Videos im Recording-Blog Adventskalender 2023 zu kommentieren und schon bist du in der Lostrommel. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Der Kompressor ist für viele Einsteiger, aber auch selbst für viele Fortgeschrittene ein nicht so leicht zu verstehendes Hilfsmittel, weil die Bedienung eben nicht so intuitiv und das Ergebnis auch nicht so leicht zu hören ist, wie zum Beispiel bei einem Equalizer. Drehst du da die Höhen rein, klingt es halt ein bisschen heller. Der Multiband-Kompressor scheint dabei dann die noch viel kompliziertere Kreuzung aus Equalizer und Kompressor zu sein, vor allem wenn sie dann so flexibel und funktionsreich ist, wie hier zum Beispiel der FabFilter Pro MB, der wirklich so viel mitbringt, da steigt kein Schwein durch. Ne? Und wenn das Ganze dann auch noch in einem aufwendigen Routing parallel genutzt werden soll, klingt nach absoluter Profiliga, da lassen die meisten dann doch am liebsten die Finger davon. Schade eigentlich, denn die Parallelkompression, gerne auch in der Multiband-Variante, kann deinen Mix definitiv nochmal dichter, fetter und auch professioneller klingen lassen. Da lobe ich mir dann doch ein Plugin, das irgendwie alles unter eine Haube bringt, den Nutzer nicht mit zu vielen Optionen zuballert und gleichzeitig auch noch kostenlos ist. Quasi die Quadratur des Kreises. Aber tatsächlich ist der OTT von X4 Records genau so eine Wunderwaffe mit Suchtpotenzial, aufgepasst. OTT steht dabei der Legende nach für Over-the-Top-Compression, also voll drüber das ganze Teil. Mit anderen Worten, der Name suggeriert schon, was es kann. Und impliziert gleichzeitig, dass man hier doch am besten vorsichtig vorgehen sollte. Aber schauen wir uns das Ganze, oder vor allem hören wir uns das Ganze mal direkt im Mix an. Du hörst jetzt gleich einen Auszug aus dem Song I Know aus den Premium-Spuren des Monats im Premium-Bereich. Und der Song ist, die Vocals sind geschrieben von Maido Music. Wenn du noch mehr von Maido hören möchtest, dann unten der Link auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Das Instrumental habe ich geschrieben und im Moment klingt es so. Zur Erklärung, wir haben hier 4 OTTs drauf. Einen auf den Drums, einen auf dem Bass, einen auf den Vocals und sogar einen auf dem Masterbus und beim ersten Hören schalte ich die jetzt mal an und aus, damit du schon mal einen Eindruck kriegst, wie der OTT arbeiten kann und wie er den Mix noch dichter und professioneller gestalten kann. Viel Spaß! There was a time when we showed our feelings and you are the reason, cause I want you to know what I feel when I dream of you tonight. Du hörst also, der Mix wird schon insgesamt ein bisschen dichter, aufregender. Insgesamt bringt der OTT also nochmal eine ganz gehörige Portion Professionalität rein, zumindest für meine Ohren. Du kannst ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie es dir gefallen hat. Aber schauen wir uns den OTT mal im Beispiel genauer an. Hier am besten am Beispiel von den Drums kann ich dir mal die ganzen Regler erklären, die wir hier vor allem haben. Also, hier ist der OTT. Und die Regler von links nach rechts, von oben nach unten durchgegangen, gehen wir mal schnell einmal durch. Der wichtigste Regler, den wir hier sicherlich haben, ist der Depth-Regler, der
regelt nämlich das Verhältnis zwischen unkomprimiertem und komprimiertem Signal. Wenn du hier auf 0% stehst, dann hast du das komplett unbearbeitete Signal. Steht dir hier auf 100%, dann knallt's richtig, dann sind wir wirklich over the top, dann hörst du nur das komprimierte Signal. Wir waren hier, glaube ich, bei 18%, die ich bisher eingestellt hatte. Lassen wir die nochmal stehen, aber wir hören uns gleich nochmal an, was der OTT genau macht. Time regelt das Verhältnis von Attack und Release. Frag mich nicht, wie er es macht, wenn du Interesse daran hast, auszuprobieren, wie er genau klingt. Also ich möchte mal nicht sagen, wie er arbeitet, sondern was dabei hinten rauskommt. Dann dreh einfach mal am Time-Regler und lass dich überraschen. Vielleicht gefällt es dir ja. Ich benutze ihn in der Regel nicht. Input Gain sorgt dafür, dass wenn dein Signal vielleicht zu leise reinkommt oder zu laut reinkommt, dass du dafür sorgen kannst, dass es den Kompressor nicht zu stark oder noch stärker ansteuert. Und mit Output Gain kannst du dann regeln, dass das Signal im Idealfall nicht lauter rausgeht, als es reingegangen ist. Musst du nicht anpacken, kannst aber anpacken. Ich habe jetzt hier die Drums zum Beispiel 1,1 dB leiser geregelt, weil der OTT das ganze Signal beim Komprimieren ein bisschen lauter gemacht hat. Zumindest Gefühl lauter gemacht hat. Darunter haben wir die Multiband-Fraktion einmal mit Höhen, Mitten und Tiefen, also High, Mid und Low aufgeteilt. Hier einmal in diesem Bereich hier auf der linken Seite. Da siehst du einmal diesen braunen Bereich und da siehst du diesen grünen Bereich. Der braune Bereich bedeutet, dass das die Upward Compression ist. Du musst dir vorstellen, Upward Compression, wir haben einen Threshold, der relativ niedrig angesetzt ist und sollte das Signal da drunter fallen, dann wird in diesem Frequenzbereich ein Vogel merkt, ne? Also nur in diesem Frequenzbereich da drunter fallen, dann wird angehoben um ein gewisses Maß und der grüne Bereich bedeutet, wenn das Signal über einen gewissen Threshold darüber hinausgeht, dann wird runterkomprimiert. Mit anderen Worten, hier wird es leiser gemacht, hier wird es lauter gemacht und du kannst das Verhältnis zwischen Upward und Downward Compression hier regeln. Klingt komplizierter als es ist, schieb einfach mal nach links und rechts. Wenn du nach links schiebst, also weniger Upward Compression, dann wird es im Prinzip in diesem Frequenzbereich leiser. Und wenn du es mehr nach rechts schiebst, lauter, Entschuldigung, jetzt komme ich schon ganz durcheinander, ne? Also mehr nach links wird es leiser und mehr nach rechts wird es lauter. So, jetzt haben wir es aber auch richtig, ne? Weil mehr nach rechts bedeutet mehr Upward Compression, damit wird das Signal dann insgesamt lauter gemacht an diesem Frequenzbereich und mehr nach links bedeutet mehr Downward Compression, dann wird es halt leiser gemacht. Du kannst das Ganze aber auch hier ganz einfach in Ruhe lassen und auf der rechten Seite nur diesen Regler hier benutzen. Mit dem kannst du dann auch in diesem Frequenzbereich nochmal ein bisschen lauter oder leiser machen. Das Ganze gilt dann auch für Höhen, Mitten und Tiefen, sodass du dann diese drei Bereiche, wir haben ja Multiband-Kompressor, auch einzeln bestücken kannst. Wenn dir das alles zu kompliziert ist, lass einfach die Finger davon, kümmere dich einfach gar nicht drum. Es gibt nur einen Regler, der dich erstmal interessieren sollte. Aber nur der Vollständigkeit halber hier unten nochmal das Verhältnis von Upward und Downward Compression, wie stark die denn eigentlich wirken soll auf die einzelnen Bänder, das Ganze hier noch einstellen. Ich benutze in der Regel nur diesen Def-Regler. Ne? Und wir stellen jetzt den OTT mal zurück, also alles hier auf Standardwerte, sodass wir hier einfach mal starten können, so wie ich normalerweise auch starten würde. Und wir hören jetzt mal nur die Drums solo und ich drehe mal ein bisschen rein. Ich starte in der Regel mit dem Def-Regler. Meistens bin ich dann zufrieden. Manchmal passe ich ein bisschen was an. Ich erzähle dir mal, was ich mache. Also, wir hören mal die Drums. Und du hörst es schon, die Def ist volle Pulle auf 100%. Das wollte ich natürlich nicht. Wir stellen mal runter auf 0 und drehen ihn dann hoch. Das ist die bessere Vorgehensweise. Also nicht bei 100% starten, sondern bei 0 und dann reindrehen, bis es dir gut gefällt. So ist cool. So ist viel zu viel. Vor allem die Höhen kommen stark durch. Also in dem Bereich, ne? Wenn ich jetzt mehr Höhen haben will, schiebe ich hier nach rechts. Weniger haben will, nach links. Oder ich drehe hier am Regler die Höhen runter. Oder eben rauf. Immer ein bisschen weniger. Die anderen Regler möchte ich eigentlich gar nicht anfassen und wir hören uns das Ganze jetzt mal im Mix an, weil da ist es eigentlich entscheidend. Das heißt, ich drehe den Def-Regler nochmal runter, wir lassen das Ganze nochmal laufen und ich drehe jetzt nur den Def-Regler rein, mal gucken, was passiert. Ja, Solo ausschalten, so.
Du siehst, im Mix macht es natürlich am meisten Sinn, das Ganze reinzudrehen. Aber nach Geschmack bin ich jetzt bei ähnlichen Werten rausgekommen. Zumindest fast so, wie ich es gemacht habe. Aber die Drums werden insgesamt aufregender, einfach nochmal energetischer und fühlen sich auch im Mix ein bisschen besser an. Das Ganze geht natürlich auch auf den anderen Signalen. Ich habe es zum Beispiel hier auch auf dem Bass benutzt. Könnt ihr mal kurz in den Bass hier solo reinhören. Den habe ich benutzt. Ohne OTT klingt er wie folgt. Wenn du mehr Bass haben möchtest, wie gesagt, hier unten. Stabiler, ne? So gefällt es mir ganz gut. Ohne. Dann habe ich das Ganze auch auf den Vocals benutzt. Tatsächlich hier auf dem Vocalbus, auf den Hauptvocals zumindest hier. Auch da 16% nur reingedreht und die Lautstärke ein bisschen abgesenkt. Alle anderen Regler wieder mal nicht angefasst. Also du siehst schon, dass man hier vor allem mit dem Death-Regler eine ganze Menge ausrichten kann. Hören wir mal das nicht separat an, gehen wir mal direkt auf den Masterbus, denn hier habe ich auch einen OTT drauf und selbst auf dem Masterbus kann man damit wunderbare Dinge bewirken, weil das Ganze ist ja parallel. Wie gesagt, der Def-Regler regelt, wie stark denn eigentlich der OTT, das Signal vom OTT dazu geregelt wird. Hier in diesem Fall jetzt nur 10% und ich habe hier unten sogar, wie du sehen kannst, Upward und Downward Compression nur auf 20% gestellt. Also auf dem Masterbus natürlich noch vorsichtiger sein, aber es bringt schon einiges und auch hier ist es ein bisschen lauter geworden, deswegen habe ich auch hier 1 dB wieder abgesenkt. Und ich sehe gerade, dass ich hier die Höhen auch ein bisschen abgesenkt habe. Da ist es dann auch ein kleines bisschen zu spitz geworden. Nochmal das Ganze im Vergleich ohne und mit. Deaktivieren wir mal den OTT und dann schalten wir ihn mal dazu. There was a time when we showed our feelings. And you are the reason, cause I want you to know what I feel when I dream of you tonight. Der OTT, eine Riesenspielwiese. Sei vorsichtig, aber genieß, was hinten rauskommt, denn es macht wirklich richtig Spaß, mit dem OTT zu spielen. Und wie gesagt, kostenlos. Und wenn du jetzt noch wissen willst, was es mit der legendären New York Compression auf sich hat, dann schau als nächstes in dieses Video. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage. Mach's gut und Yassou.